Wein degustieren ist gar nicht so schwierig, wie man immer meint. Es sind drei Sachen, die entscheidend sind, um einen Wein zu beurteilen. Einerseits die Augen und die Farbe zu beurteilen vom Wein, die Nase, der Geruch vom Wein und der Gaumen, der Geschmack vom Wein. Es gibt Rebsorten, die sehr intensiv sind in der Farbe, zum Beispiel ein Cabernet Sauvignon oder ein Syrah. Der ist tieffarbig, zum Teil fast schwarz. Währenddem ein Wein aus Pinot Noir oder Nebbiolo eher hellfarbig ist. Das ist aber kein Qualitätsmerkmal. Die Weine müssen so sein, weil Nebbiolo und Pinot Noir sehr viel dünnere Traubenhäute haben als Cabernet Sauvignon und Syrah. Mit der Nase kommt mir der erste Eindruck über vom Wein und das ist für mich absolut entscheidend. Tut mich den Wein ansprechen mit seinen Aromen. Sind die Aromen eher eindimensional, nur fruchtbetont oder sind es vielschichtige, komplexe Aromen? Je vielschichtiger, je komplexer das Aromenbild sich präsentiert, umso wertvoller, umso qualitativ hochwertiger ist der Wein. Auch da gilt wieder, je vielschichtiger, je komplexer ein Wein sich präsentieren tut, umso wertvoller ist er. Dazu gehören natürlich selbstverständlich wieder die fruchtigen Komponenten, aber auch die Säure, Tannin, Gerbstoffe, die eine Rolle spielen. Und schlussendlich natürlich auch der Alkohol. Am Schluss zählt der Gesamteindruck vom Wein. Bleibt er lang im Gaumen haften oder ist er relativ schnell weg, wenn man ihn abgeschluckt hat? Je länger ein Wein im Gaumen haften bleibt, umso qualitativ hochstehender ist er. Heute haben wir eine Tendenz, dass die Weine immer alkoholreicher werden. Das heisst, das ist eine Folge der Klimaerwärmung. Je mehr Zucker ein Wein hat, umso alkoholreicher ist er. Ich finde, der Alkoholgehalt als solches ist nicht so relevant. Der Alkohol muss sehr gut eingebunden sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann wirkt der Wein gleich mal brandig und alkoholisch. Und das habe ich dann weniger gern. Bei der Weisswein sind Tannin spielen keine entscheidende Rolle. Bei der Rotwein sieht es anders aus. Ein Rotwein hat Tannin. Die dürfen nicht allzu dominant sein und sie dürfen vor allem nicht unreif grün wirken. Wenn das der Fall ist, bedeutet das, dass der Wein oder dass die Trauben unreif geerntet worden sind und die Tannine werden auch mit der Reife, also mit der Lagerung von 3-4 Jahren nicht besser. Ein Wein mit grünen Tannin bleibt immer grün und ist eigentlich ein mittelmäßiger bis schlechter Wein. Der Preis ist nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, aber ich bin überzeugt, wenn ich einen Wein für 5 Franken im linken Glas habe und einen Wein für 30 Franken im rechten Glas, der Wein hat die gleiche Rebsorte, den gleichen Jahrgang, kommt aus dem gleichen Anbaugebiet, dann bin ich überzeugt, dass eigentlich jeder herausfindet, welcher Wein qualitativ hochwertiger ist. Mit 99%iger Sicherheit werden alle auf das Glas Nummer 2 tippen, weil, wie gesagt, der Wein ist komplexer, vielschichtiger, aromatisch spannender als der Wein, der 5 Franken kostet, der maschinell, industriell hergestellt worden ist. Ein grosser Teil der Konsumenten wählt den Wein aus, der ihm gefällt von der Etikette her. Das kann durchaus sein, dass er einen guten Wein verwünscht, aber eine schöne Etikette heisst noch lange nicht, dass der Wein auch qualitativ hochstehend ist. Es gibt sehr viele Produzenten, die bewusst
auf Drehverschluss setzen, hat der grosse Vorteil, der Wein hat keinen Korkfehler, kann zapfen. Es sind doch 3-4% im Schnitt fehlerhaft und das ist eine relativ hohe Ausfallsquote. Und darum geht man vermehrt über alternative Verschlüsse zu verwenden. Es braucht ein bisschen Umstellung, aber ich denke, Drehverschluss ist eine gute Alternative für die Zukunft. Nein, ein guter Wein sollte eigentlich in jeder Phase viel Trinkvergnügen, viel Genuss bereiten. Aber es ist schon so, für mich sollte ein qualitativ guter bis sehr guter Wein das Potenzial haben, bis 10 Jahre oder noch länger zu altern. Es ist klar, die meisten Weine, die heute produziert werden, die sollte man innerhalb von 2-3 Jahren trinken. Aber es gibt Weine, die man, wie gesagt, lagern, reifen lassen sollte. Und das ist ein ganz anderes Genusserlebnis, weil nach ein paar Jahren entwickelt der Wein ganz andere Aromen, als wenn man einen Wein jung trinken tut. Wenn man einen Wein auftischen tut, sollte man wissen, woher das der kommt, aus welcher Rebsorte der hergestellt worden ist, wie er ausgebaut worden ist, ist er im Stahltank produziert worden oder hat man ihn dann nachher sogar noch eben im kleinen Holzfass oder im grossen Holzfass ausgebaut. Die Qualität des Weins sieht man natürlich auch von der Herkunft her, von der Lage der Reben. Die guten Rebberge haben Südlagen, sind Steillagen und Weine, die eher schwächer in der Qualität sind, die wachsen mit grösster Wahrscheinlichkeit in der Ebene. In der Ebene ist die Sonneneinstrahlung viel weniger intensiv, als wenn man Reben hat in einer Steillage. Darum ist es schon wichtig, aus welcher Lage ein Wein kommt. Bei den Weisswein ist meine absolute Lieblingssorte Riesling. Es ist für mich eine der vielseitigsten Rebsorten überhaupt. Zudem hat sie das Potenzial, 10, 20 oder gar noch länger alt zu werden. Das macht für mich die Sorte zu den besten Weisswein-Sorten weltweit. Bei den Rotwein, ich bin eher ein klassischer Weingenüsser. Ich habe sehr gerne Bordeaux-Wein. Es sind kräftige, aber auch elegante und vor allem sehr bekömmliche Weine. Dann habe ich sehr gerne Burgunder. Ich mag selbstverständlich Schweizer Wein. Die Schweizer Weine haben in den letzten 10, 20 Jahren ein wahnsinnig hohes Qualitätsniveau erreicht. In vielen Fällen nehme ich einfach den Wein aus dem Keller, wo ich gerade am meisten Lust drauf habe. Zum Beispiel zum Fisch kann man problemlos einen leichten, frischen, eleganten Rotwein nehmen. Das muss nicht zwingend ein Weisswein sein, wie man das vielleicht vor 20 Jahren noch praktiziert hat. Klar, wenn ich ein gutes Stück Fleisch habe oder etwas grilliere, dann nehme ich natürlich einen schwereren Wein, einen Bordeaux oder einen schönen Syrah oder auch einen Nebbiolo aus dem Piemont. Aber in der Regel ist man heute wirklich sehr viel freier als vor 20, 30 Jahren.